Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute packen wir mal wieder ein Lego-Set aus. Und zwar Original-Lego, kein Lippin, kein Decool oder Xingbao. Nein, richtiges Lego. Das hier ist der Lego Star Wars Pork, den wir aus die letzten Jedi kennen. Das sind die kleinen Knuddelvögelchen, von denen ja, glaube ich, Chewie sich einen gebraten hat. Keine Ahnung, ob die gut schmecken. Auf jeden Fall gibt es den jetzt hier auch von Lego oder schon seit einer Weile. Und ich habe mir den geholt, weil das hier echt günstig war. 48,99 aktuell bei Amazon. Ich werde es euch hier unten verlinken, wenn ihr den auch euch bestellen möchtet. 811 Teile für, sagen wir mal, rund 50 Euro. Das geht völlig in Ordnung. Und es ist kein UCS-Modell, also kein Ultimate Collector Series Modell, obwohl hier auch so eine Standplatte mit dabei ist. Also ein bisschen, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde, der sieht ganz nett aus, gerade hier von hinten mit dem ganzen Gefieder, was man hier so sehen kann. Er hat auch eine super geile Funktion, die zeige ich euch aber später. Und ja, so sieht die Packung aus. Set Nummer 75230, der Star Wars Pork und ja, einen Mini-Pork, den haben wir auch noch mit dabei. Zwei Stück davon waren ja auch in dem großen Millennium-Falken drin. Den habe ich ja auch schon zusammengebaut. Könnt ihr euch mal anschauen. Ein riesen geiles Projekt. Das hier wird mehr so ein kleineres Projekt werden. 811 Teile sollten relativ schnell aufgebaut sein. Aber jetzt machen wir erstmal die Packung auf und schauen rein. Und ich schütte mal alles aus. Und, war es das schon? Nee, da ist noch die Anleitung und die Box, die ist leer. Und hier ganz oben auf, das sieht mir schon mal nach einem Sticker aus. Und ja, das ist der, wenn es ein UCS-Modell wäre, wäre es der Sticker dafür. Aber hier steht einfach nur Star Wars Pork, Heimatplanet, Achto, Coastal Cliffs, also er lebt an Klippen. Ja, also im Prinzip ist das eine Tierbeschreibung, wo er wohnt, was er isst, welche Farbvariationen es gibt und wo er lebt. Naja, okay, lassen wir es mal so. Dann haben wir einmal die Anleitung, die hat ja ein knuffiges Format, habe ich ja so noch nie gesehen. Fast quadratisch, praktisch gut, naja, auch gut, sehen wir ganz zum Schluss. Insgesamt haben wir 142 Seiten, aber gebaut wird nur bis zur Seite, Werbung, 137. Und ja, das sind halt Lego-Anleitungen, ne? Da passiert nicht allzu viel. Jeder Bauschritt 1, 2, 3 Teile, das wird easy bauen werden. Vor allem denke ich auch hier mit Bauschrittnummerierung. Da kann man es schon sehen, Tüte 5, Tüte 2, 4, schätze mal 6, 3 und Tüte Nummer 1. Also insgesamt 6 Tüten mit 6 Bauschritten. Tüte Nummer 1 hat den Teileseparierer. Hui, in Tüte Nummer 1. Da hat Lippin, die machen ja oft den Gag, dass die den Teileseparierer in die allerletzte Tüte reinpacken. Ja, wenn man es auch nicht mehr braucht. Aber egal. So, das sind die Tüten, das sind die Bauschritte und ich würde sagen, ja, legen wir doch direkt mal los. Hier mal ein kurzer erster Überblick, wie hier gebaut wird im Bauabschnitt 1. Ihr seht, ich habe hier gar nichts mit Tellerchen gemacht, sondern das sind so wenige Teile, die kann man wunderbar einfach auf den Tisch kippen. Und die ersten Abschnitte, zum einen muss ich sagen, ich habe länger nichts mehr hier von Original Lego gebaut und das ist wirklich sehr einfaches Bauen. Also sehr, sehr easy, sehr wenige Teile, die hier verbaut werden. Zuletzt habe ich was von Xingbao gebaut und das war eine ganz andere Nummer. Da musste man schon richtig schauen, was man nimmt und wie es reinkommt und 20 Teile in einem Schritt. Das hier ist mega entspannt. Und das hier habe ich bisher mega entspannt gebaut. Ihr seht, wir haben hier schön Technik gebaut erstmal. Das wird das Grundgerüst vom Pork, wo dann eben auch die Action-Features, also was er nachher bewegen kann, gebaut wird. Hier haben wir quasi das Skelett innen drin. Und ja, lässt sich natürlich, brauche ich gar nicht viel zu sagen, gut bauen, die Klemmkraft, Steine, alles wunderbar soweit. Und so sieht es eben aus. Und die beiden Teile, die kommen jetzt hier auch noch zusammen. Und zwar kommt der jetzt hier in diesen Arm rein. Mal eben kurz schauen. Das hier muss in die Mitte. Und ja, und dann wird das gleich hier alles nochmal gegengekontert. Hier mit so einem, ja, mit so einem kleinen, keine Ahnung, mit so einem kleinen Teil, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Aber mal als Beispiel, das Teil
auf die Achse hier drauf zu stecken. Das war ein Bauabschnitt. Wir haben hier Bauabschnitt 31, ein Teil auf eine Achse draufstecken. Also Lego macht das hier schon echt als richtiges Kinderspiel. Mega einfach. Ich habe es ja gern ein bisschen komplizierter, aber naja, was soll's. Ah, schaut mal her. Hier kann man schon die Grundfunktion sehen. Hier hinten, das wird der Schwanz werden. An dem kann man nachher ein bisschen rumziehen und dann sieht man hier schon, dass ein bisschen... es hakelt noch etwas. Ist ja noch nicht fertig, aber... ja, dass hier ein bisschen später die Funktion reinkommt, dass sich da was bewegt. Aber egal, genug geredet. Hier liegen noch ein paar Teilchen, die knalle ich eben auch noch hier dran. Und dann schauen wir mal, was nach Bauabschnitt 1 hier so fertig geworden ist. So, auf Seite 32 ist er nun fertig, der erste Bauabschnitt. Mit vielen, vielen kleinen Bauabschnitten. Oft nur ein Teil, das dort verbaut wird. Wahnsinn, Lego. Auf jeden Fall, hier liegt das Grundgerüst von unserem Pork. Und ihr seht, ich habe auch schon den Fuß dran gebaut. Den anderen habe ich noch hier. Denn den können wir uns mal anschauen. Die sind ganz nett gemacht. Werden hier mit diesen Technikpinnen nachher in die Konstruktion eingesteckt. Hier haben wir solche C-Clamps dran und unten drunter dann diese Krallen, die man ja schon aus vielen anderen Sets her kennt. Und so haben wir einen schönen kleinen Paddelfuß hier gebaut von unserem Pork. Finde ich ganz nett. Und das kommt dann, hier kann man das ganz gut sehen. Da wird es reingesteckt. Ich probiere es mal eben, ob ich das hier einhändig hinbekomme. Und dann können wir ihn, dann können wir ihn auch schon hinstellen. Ja, er steht noch ein bisschen sehr wackelig und popolastig. Aber so sieht er aus, das Grundgerüst von unserem Pork. Hier oben haben wir schon den Mund, der sich auch nachher bewegt oder jetzt schon bewegt. Da sind auch nochmal die Zähnchen drin zu sehen. Ja, soweit alles in Ordnung. Eine recht einfache Technikkonstruktion. Ja, also man sieht hier schon, wenn ich hier mal ein bisschen... nee, es geht so schlecht, ich muss es so machen. Wenn ich das hier jetzt bewege, sieht man, wie der Mund dann auf und zu klappt später. Und das Ganze wird hier unten über den Schwanz dann angesteuert. Also nichts Kompliziertes, aber ja, funktioniert auf jeden Fall. Wo auch noch viel verbaut wurde, sind hier die blauen Noppen. Diese Technikpinne, wo auf der anderen Seite eine Noppe ist. Also der wurde hier rundherum vernoppt, der kleine Pork, damit dann später auch die ganzen Bauteile angebracht werden können. Also die Front, die Seitenteile, Rückenteil, damit er dann später mal so aussieht. Ja, also war sehr einfaches Bauen. Echt easy, sehr entspannt. Hier sind noch ein paar Kleinteile, die sind übrig geblieben. Die können dann in die Ersatzteilkiste reinwandern. Und wir machen dann weiter mit unserem Bauabschnitt Nummer 2. Auch das ist recht übersichtlich. Und da bauen wir, wie es aussieht, hier hinten den Rücken. Also, weiter geht's. Schaut es euch an, ist das nicht ein nettes Rückengefieder? Also ganz fertig ist er natürlich noch nicht, aber man kann hier schon erkennen, was das für ein Teil wird. Es wird richtig dick werden. Also da bin ich ein bisschen überrascht, dass das vor allem hier hinten so breit wird. Aber das wird halt der Bürzel mit dem Schwanz. Und wir haben hier viele Kleinteile angebracht, auch hier viele von diesen abgeschrägten Einersteinchen, um eben hier so eine etwas strukturierte Gefiederform hinzukriegen. Und das klappt soweit auch schon ganz gut, wie ich finde. Auch die Teile hier, von denen haben wir einige verbaut. Das ist, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo die schon mal verbaut wurden. Sieht irgendwie auch ein bisschen aus wie Felsen oder sowas, Steine vielleicht. Keinen Plan. Auf jeden Fall, soweit ist es gebaut worden. Recht rudimentär, unten ein paar Platten und dann hier alles aufgebaut, angesteckt, ganz, ganz einfach. Jetzt kommt allerdings noch das nächste Teilchen, das ist dieses hier und das wurde quasi modular gebaut. Ich kann euch das mal hier in der Anleitung zeigen. Also wir haben erst den Teil gebaut, dann kommt jetzt hier dieser weiße Teil des Gefieders und der wird einfach hier unten dran geklippt, weil wir haben ja überall hier Noppen, seitlich Noppen, unten Noppen, oben keine Noppen. Und da stecken wir diesen Bereich einfach jetzt mal hier dran. Ich gucke mal, ob ich das so hinbekomme, einhändig. Aber ich bin ja hier ein großer Einhandbauer. So, hat funktioniert. Und dann ist hier unten ja das Bürzel, Popobürzel einseitig schon mal fertig. So, also das werden wir jetzt nochmal genauso bauen. Und ich glaube, dann dürften wir auch schon gleich
ja, durch sein mit dem Abschnitt. Und dann gibt es hier die Rückenhochzeit, also der Rücken wird dann hier ans Grundgerüst angebracht und dann schauen wir uns das Gesamte im Baufortschritt nochmal an. Tja, und Seite 50 wäre dann auch geschafft und genau das gleiche gilt für die Hochzeit des Rückenteils hier mit dem Grundgerüst. Das ist sehr einfach gelöst, wird nämlich einfach nur hier auf diese blauen Noppen aufgesteckt. Und dann hat man hier dieses komplette Bauteil, das man ja eben gebaut hat im zweiten Abschnitt, da schon dran befestigt. So sieht er jetzt endgültig von hinten aus. Wir sehen hier hinten den Schwanz, den wir dann auch hier bewegen können, um das Wahnsinnsfeature hier, den bewegten Mund und auch dann später hier die bewegten Flügel steuern zu können. Und ja, also er hat jetzt schon deutlich an Masse gewonnen, ließ sich alles gut bauen, gar kein Problem. Echt, ich sage es immer wieder, echt ein simpler Bau. Das hier kann echt jedes Kind zusammenbauen. Ich würde es mir gerne ein bisschen fordernder wünschen, aber macht dennoch Spaß. Funktioniert alles gut und der kleine Pork, er wächst und gedeiht. Aber man sieht es hier im direkten Vergleich, da fehlt noch eine ganze Menge. Also machen wir gleich mal weiter mit unserem dritten Bauabschnitt. Da stecken auch nicht allzu viele Teile drin. Das wird hier vorne der Bauch werden, also der Bereich hier. Den werden wir bauen, der wird dann, ja, der wird auch nur angeklippt und dann schauen wir mal, wie er am Ende von Bauabschnitt 3 aussieht. Und ja, das hier sind die übrig gebliebenen Teile, kommen hinten zur Kleinteilesammlung. Also. Hier hat Lego aber spitz gerechnet, das ist das einzigste Teilchen, das im Bauabschnitt 3 übergeblieben ist, kommt auch hier hinten zu den anderen. Ja, und hier haben wir den Bauch fertig gebaut. Ich wollte ihn euch nochmal zeigen, bevor er nachher hier drankommt. Und ja, ließ sich alles gut bauen. Auch jetzt nichts Spektakuläres. Ein paar Platten, haufenweise Slopes, die hier drüber gepackt wurden. Was ganz nett ist, sind hier unten diese orangenen Teile. Das sind dann hier die, ja, die Beinchen vom Pork noch. Aber eine Sache ist mir hier doch aufgefallen. Und zwar, ja, ich habe hier Farbunterschiede in dem Weiß. Schaut euch mal hier diese mittleren Steine an. Die sind doch deutlich weißer als hier zum Beispiel in dem Trander oder hier diese kleine Einerfliese. Die sind irgendwie gelblicher, die sehen verfärbt aus. Und hier in der Mitte, das Teil, das ist schneeweiß. Also ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber ich glaube schon, da gibt es also Farbunterschiede. Also, Lego, was ist denn da los? Kenne ich doch sonst nur hier von meinen geliebten China-Herstellern. Aber auch ihr seid da wohl nicht gefeit von, dass hier, ich vermute mal, unterschiedliche Chargen das waren. Und ja, da ist das Weiß ein bisschen anders ausgefallen. Aber naja, halb so wild ist halt ein Tier, ne? Da sieht nicht alles gleich aus. Aber dennoch erwähnenswert, dass auch sowas bei Lego mal vorkommen kann. Und ich würde sagen, jetzt packe ich hier schnell nochmal ja, das Gefieder, das vordere Gefieder hier an unseren Pork dran. Das wird ja auch nur aufgesteckt. Das kriegen wir so ganz locker hin. Und das war's auch schon. Da steht er da, unser kleiner Freund. Und ist jetzt schon, ja, ist schon proper geworden, ne? Also der ist schon ein proper Kerlchen. So sieht er von vorne aus. Wirkt jetzt auch schon etwas anders, wenn ich hier mal den Mund bewege. Ja, da kann man sehen. Klappt alles schön und ja, also vorne fertig, hinten fertig und hier unten das, ich finde die Füße echt niedlich gemacht. Also die finde ich echt schön, die wirken ganz wunderbar, lassen sich auch so ein bisschen bewegen. Ja, also soweit sind wir gekommen, Halbzeit, was die Bauabschnitte anbetrifft. Jetzt geht es hier weiter mit unserem Bauabschnitt Nummer 4 und wir schauen mal hier rein, was bauen wir denn jetzt? Ja, also jetzt wird hier an der Seite angebaut, also Bauabschnitt 4, das wird dann hier der Seitenbereich und dann auf der anderen Seite das auch werden. Okay, na dann mal los. Das ist im Bauabschnitt 4 unser übrig gebliebenes Teilchen, kommt natürlich auch hier hinten zu den anderen und das bauen wir gleich noch an, aber ja, man sieht schon, hier habe ich es schon angebaut auf der linken Seite und die rechte Seite, die sieht noch so aus, die linke ist schon fertig, werfen wir erstmal einen Blick drauf. Hier haben wir also diese Verkleidung oder dieses Seitenteil vom Gefieder von unserem Pork und außerdem wurde noch hier oben das Teilchen draufgesetzt. Das ist das hier. Das kommt dann einfach hier oben auf diese blauen zwei Noppen drauf und der Rest wird auch einfach nur hier drauf gesteckt auf die Noppen.
und sieht dann eigentlich ganz nett aus. Und ja, der Bau auch wieder unspektakulär. Ein paar Platten, ein paar Steinchen, viele Slopes, die hier drauf gepackt wurden. Und schon ist das Seitengefieder von unserem Pork fertig. Und ich stecke es einfach direkt mal an. Man muss nur schauen, dass der Liftarm hier, der später die Flügel bewegt, dass der hier ordentlich durchgesteckt wird. Und dann einfach nur noch andrücken. So, drück, drück. Und da passt es schon. Und dann hier oben auf die Noppen kommt dann noch der Abschlussstein sozusagen drauf. Und so sieht er aus. Das ist er, unser kleiner Pork. Also der Kopf fehlt noch. Der sieht ein bisschen wüst aus. Aber ansonsten, der nimmt echt schnell Formen an. Muss ich sagen, das hier ist ein schneller Bau. So ein Sonntagnachmittag wie hier bei mir. Den kann man sich damit mal schnell ein bisschen versüßen mit den 811 Teilen. Lässt sich alles ganz problemlos bauen. Sieht jetzt auch, also ich finde, man muss ja bedenken, es ist ein Gefieder und von daher finde ich das vom Design her ganz schön getroffen. Ein bisschen schade, dass man hier immer mal wieder so dieses Grau durchscheinen sieht, aber naja gut, das ist eben der Bauform geschuldet. Ansonsten finde ich, sieht er ganz knuffig aus soweit und jetzt geht es dann auch direkt weiter mit Bauabschnitt Nummer 5 und da bauen wir, was bauen wir denn? Ah, die Flügel bauen wir jetzt. Okay, sehr schön. Na dann mal los. So, mal eben flott zwei Flügel gebaut und ein bisschen was an Seitenteil. Hier seht ihr schon, wie das fertig zusammengebaut aussieht. Also hier haben wir einmal den Flügel, der natürlich hier unten an dem Mechanismus mit dranhängt, dass wenn ich den jetzt hier betätige, ja, spreizt er den Flügel ein bisschen ab. Und was noch gebaut wurde, ist hier so das Seitenteil hier. Und ich habe es extra auf der anderen Seite alles noch blank gelassen. Dann kann ich euch besser zeigen, wie die Teile hier jetzt angebracht werden. Und wir starten mit welchem starten wir denn? Mit dem Seitenteil. Und zur Bautechnik, ich muss da nicht viel sagen. Das ist alles unspektakulär. Platten, Slopes, bisschen Verzierung, bupp, fertig ist die Geschichte. Und dann bringen wir es einfach an. Auch das ist natürlich wiederum unspektakulär, einfach hier an die seitlichen Noppen dran drücken, ne? So, und dann sitzt das Teil schon. Etwas interessanter wird es dann hier mit dem Flügel, denn der wird hier oben durch diese Technikaufnahmen reingedrückt. Hier sieht man die Gegenstücke dazu und dazwischen wird dann einfach hier so eine Achse reingesteckt. Ja, also auch nicht wirklich kompliziert, aber effektiv und funktioniert. Und ich mache es mal eben schnell. Wie rum war das denn? Ja, genau. Also einmal hier an den Flügel dranhalten. Dann nehmen wir die Achse, stecken die hier durch und schwupps, sitzt schon. Wunderbar. Ganz einfach, simple Mechanik. Und jetzt kann er hier mit beiden Flügelchen flattern, der kleine Pork. Aber eine Sache fehlt noch, und zwar die Endverzierung. Und zwar hier dieses, ja, ich sag mal, Steinteilchen, Geflügelteil. Das kommt dann noch hier so dran. Schwupps. Und dann ist es fertig. Das sind unsere übrig gebliebenen Teile. Ab zum Mini-Stapel. Und damit ist der Körper unseres Pork auch schon komplett fertig. Wir sind auf Seite, wo waren wir? 101 gelandet, beziehungsweise 102. Da endet der Bauabschnitt. Weiter geht's mit Bauabschnitt Nummer 6. Das wird auch schon der letzte sein, wo wir den Kopf bauen und hier die Typenbezeichnung oder die, wie nennt man das, Artenbezeichnung, ist ja schließlich kein Roboter oder Flugzeug oder Raumschiff, sondern der Pork ist ja ein Tier. Das weiß man ja. Aber zuerst werfen wir nochmal einen Blick rum, hier die Füße nochmal ein bisschen runterstellen. So, so sieht er jetzt eben aus. Sein kleiner Bauch ist fertig, die Seite ist fertiggestellt. Ja, der sieht schon echt nett aus. Hätte auch ein Pinguin werden können, wenn man ihn so sieht, ja. Also, der unterscheidet sich vom Pinguin hauptsächlich hier oben durch den Kopf. Und so sieht er von hinten aus. Ganz nett. Wenn er so ohne Kopf da steht, mal ganz ehrlich, hier mit dem ganzen Rot drin, sieht schon aus, als hätte man ihm die Birne weggesprengt. Naja, egal. Aber da kümmern wir uns jetzt drum, denn der Pork soll nicht länger hier kopflos bleiben. Nein, der bekommt jetzt seine Rübe in Bauabschnitt Nummer 6 aufgesetzt und dann, ja, sind wir auch schon fertig mit dem kleinen,
Nachmittagsbau hier von Lego Star Wars. Also, weiter geht's. Da haben wir das Pork-Kopf-Massaker vor uns liegen. Ich wollte euch nämlich, bevor der komplett fertig wird, noch kurz ein, zwei Geschichten dazu zeigen. Erstmal, ja, so sieht er aus. Unser Pork-Kopf, ein Auge habe ich schon dran gemacht. Das zweite stecken wir gleich rein. Das wird einfach nur hier in so einen Technikbaustein reingesteckt. Ist sehr simpel gelöst, aber funktioniert. Und er hat auch nicht nur schwarze Augen, unten drunter sieht man noch ein bisschen braun durchgucken. Dann haben wir hier mit diesen Bögen dann das Maul, also den oberen Bereich des Maules gebaut. Und hier an den Seiten sehen wir schon, da sind lauter Noppen nochmal dran, denn da wird hier später noch was dran befestigt, damit auch da alles nett verkleidet ist. Und von hinten, ja, sieht so aus, wieder schön Gefieder gebaut. Hier das mit den Orangenen, das finde ich echt schön gemacht, wie sie hier die verschiedenen Stufen vom Gefieder gebaut haben oder entworfen haben. Ich habe es ja gebaut. Auf jeden Fall, so schaut er aus. Und hier ist das Auge Nummer 2. Ist ganz einfach gebaut. Parabolantenne, Stab durch und dann noch so zwei kleine Teilchen. Nochmal so ein Parabolteil und fertig ist die Geschichte. Und dann kann man es ihm hier vorne in, ja, sagen wir, die Augenhöhle reinstecken. Zumindest sollte man das so können. Einhändig ist schwierig, zweihändig geht das viel, viel einfacher. Hier kann man es sehen, einmal rein und dann kann man hier auch ja, ein bisschen noch verstellen, ob er jetzt hier ein bisschen weiter nach vorne guckt oder nicht. So, also soweit so gut zum Porkkopf. Der wird dann auch schon gleich hier befestigt. Kann man hier schauen, wie das funktioniert. Aber ich zeige es euch, denn im allerersten Bauabschnitt oder im allerersten Schritt von diesem Bauabschnitt haben wir hier diese Achse hier reingesteckt. Ja, einmal, die wurde da einmal durchgesteckt und genau da wird jetzt hier der Kopf befestigt und zwar hier durch dieses Loch durch. Dann setzen wir den jetzt hier so an und stecken dann hier komplett die Achse durch und dann ist der befestigt. So, noch das letzte Stückchen. Okay, da sieht man es, die Achse, die ist hier angekommen auf der anderen Seite und der Kopf ist drauf. Schön, sag mal was. Ja, funktioniert alles soweit gut. Was eben noch fehlt, sind hier die Seiten vom Kopf. Aber soweit sieht er schon mal ganz nett aus. Viele Teile sind es auch gar nicht mehr. Hier noch ganz viel Orange, Orange, Orange. Das baue ich eben noch flott fertig, klebt noch hier den Sticker auf und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Und fertig ist er, unser Pork, und da steht er. Das sind nochmal die übrig gebliebenen Teile vom letzten Bauabschnitt. Somit haben wir hier ein kleines Konvolut an Kleinteilen, die wir in die Ersatzteilkiste packen können. Ja, und da steht er nun. Er sieht genauso aus wie auf der Packung. Ich finde den eigentlich ganz knuffig. Der Mund, na gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber die sehen ja auch so ähnlich im Film aus. Aber bevor wir auf ihn genau eingehen, schauen wir uns nochmal hier sein Nicht-Typen-, sondern Artenschild an. Also natürlich hier Aufkleber, einmal hier drauf gepackt mit den ganzen Daten. Dann haben wir hier den kleinen Mini-Pork gebaut aus vielen kleinen Teilchen. Ja, ne, ist in Ordnung. Man kann erkennen, was er sein soll und der Gesichtsausdruck, boah, der ist doch schon, ne, der ist schon so ähnlich. Also kann man sagen, ganz gut getroffen. Gebaut wurde das hier auch ganz rudimentär. Wir haben hier solche Gelenke dran, dass man den stufenweise so einstellen kann in der Neigung. Ja, also nichts Besonderes, ganz nett. Ich mag ja diese Schilder eigentlich, dass man das so dazustellen kann. Finde ich ganz nett, aber okay, leider ja doch kein offizielles UCS. Dafür wären es auch zu wenige Teile, glaube ich. So, schauen wir uns den Pork nochmal genau von vorne und von allen Seiten an. Erstmal hier den Kopf. Ihr seht, beide Augen sind jetzt drin. Hier die Seitenteile, die ich in den letzten Abschnitten hier oder im letzten Abschnitt gebaut habe, die wurden auch einfach nur draufgesteckt. Sehen gut aus. Generell hier das ganze Gefieder, finde ich, haben die echt gut gemacht. Das ist hier also das, wo man sagen muss, Chapeau Lego, das habt ihr schön gemacht hier mit dem ganzen Gefieder. Das sieht sehr ja, unregelmäßig aus, aber dennoch passt es wunderbar zusammen. Auch mit den Farben, das finde ich schön. Gut, hier das Wahnsinns-Play-Feature, dass er, wenn man hier hinten drauf drückt, ja, den Mund aufmacht und so ganz bisschen hier seine Flügelchen bewegt. Ja, ich würde mal sagen, das nehmen wir mit.
Ist jetzt nichts wahnsinnig Tolles, aber besser als wenn gar nichts dabei wäre, oder? Und schaut ihm mal hier in seinen Mund rein. Also gebissen werden von so einem Pork will ich auch nicht. So sieht's aus. Und jetzt weiß ich auch, warum da viel Rot verbaut wurde, damit es auch noch im Mund schön rot aussieht, wenn er den aufmacht. Ja, also insgesamt eine nette Figur, was ich auch gut finde. Der ist recht stabil und massiv, ne? Den kann man ruhig hier anpacken, egal wo man den holt. Also da braucht man keine Panik haben. Hier sogar am Kopf kann ich ihn hochheben, dass der direkt irgendwie hier auseinanderfällt. Also massiv, robust gebaut, finde ich gut. Und also zum Spielen ist er zwar nichts, aber man kann ihn gut transportieren. Hier nochmal ein Blick von unten. Da sehen die Füße ein bisschen merkwürdiger aus. Man sieht auch noch hier das bunte Innenleben ein wenig mit Rot, Blau, Beige, Braun und so weiter. Ja, also ich finde ihn schön. Für, was hat er ursprünglich gekostet? 79, sagen wir 80 Euro, glaube ich, ist der UVP-Preis. Dafür fände ich ihn ein bisschen überteuert. Dafür bietet er mir ein wenig, ja, zu wenig. Aber jetzt aktuell hier für so 50 Euro auf Amazon, ach, da kann man das gerne mal machen. 49, 48 Euro, 800 111 Teile. Ein schöner Sonntagnachmittag beim Zusammenbauen, den man sich beschäftigen kann, und danach kann man den wunderbar ins Regal stellen, zum Beispiel als kleinen Kumpel hier zum BB-8, den ich immer noch nicht aufgebaut habe, der steht noch an. Oder ja, er passt natürlich auch gut hier zum R2-D2, da stelle ich ihn einfach mal so dazu und dann hat man hier auch ein bisschen den Größenvergleich. R2-D2, das ist ein richtiges UCS-Modell mit Licht-Alexa-Modelle einschalten. Da passt er schon ganz gut dazu. Wobei der R2-D2, den fand ich richtig klasse. Das ist ein super geiles Set. Das hier ist ein nettes Set. Also Leute, das wäre es schon gewesen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß daran. Wenn ihr mehr sehen wollt hier von meinen Klemmbausteinbauten, hier vom Millennium Falcon, der Enterprise oder auch hier unten ein bisschen klassischer mal die ganzen Automodelle, Käfer und so, findet ihr alles in meiner Playlist. Ich habe da einen Riesenspaß dran und hoffe, ihr habt auch beim Zuschauen Spaß dran. Den Link hier zum Pork, den findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Bei Amazon 50 Euro kann man mitnehmen. Schöne Sache. Also, macht's gut.